einfach auf Aufnahme drücken und jetzt geht's los. Hey Leute, ich bin's Julian Vogel. Julian, du hast Besuch. Kommst du runter? Ach nö, wieder auf Stopp drücken. Ach Mama, was ist denn? Ich wollte gerade ein bisschen Minecraft. Wer kommt mich denn besuchen? Es hat sich doch keiner angekündigt. Sarah kann gar nicht und Kira auch nicht. Und Steve wollte auch nicht vorbeischauen und Julius auch nicht. Also ihr beiden, ihr könnt schon mal hochgehen. Und Erik, benimm dich bitte. Wir verkaufen unser Haus nicht, damit das klar ist. Ach, Frau Vogel, also dieses Haus möchte ich auch nicht mehr kaufen, wenn ich hier den Zustand der Küche schon alleine sehe. Jedes Mal hier das Spiegelei und dieser Kirschkuchen, also tut mir leid, abartig. Du hast recht, Nils, also jedes Mal sehe ich hier das Spiegelei, also kein Kaviar. Und wo ist denn... Ich wollte mir Julians Zimmer anschauen, weil Mutter meinte, wir wollen hier einziehen. Oh, Mama! Sag mal, wer hat euch denn reingelassen? Ihr dürft ja nicht einfach so ohne Ankündigung rein. Och Mann, ihr seid doch nur da, um zu nerven. Ach, Julian, ich möchte dieses Haus nicht kaufen. Bleib ruhig. Oh, was wollt ihr hier? Nils, was willst du eigentlich hier? Die Kita ist immer noch nicht zu verkaufen. Und das Haus auch nicht, Erik. Ja, genau, auch wenn du es nicht kaufst. Das Haus ist nicht zu verkaufen. Na, Pia, wie war dein Tag bisher? War's gut? Ist es nicht Mamas Handy, was klingelt? Hä, warum hat sie das denn in meinem Zimmer liegen lassen? Ja, hallo, Hanna Vogel? Warum rufen Sie denn auf dem Handy an? Meine Mama kann gerade nicht, die ist gerade nicht da. Ja, ich weiß, dass das Ihr Handy ist. Ja, ich weiß auch, dass Sie schon letztes Mal bei uns angerufen haben, aber Mama kann gerade nicht. Nein, Mama kann nicht. Ach, Erik, guck dir mal bitte dieses Wohnzimmer an. Also, das soll ein Fernseher sein? Wie klein ist der denn bitte? Hallo, ihr habt immer noch nicht meine Frage beantwortet. Was wollt ihr hier? Ihr könnt eigentlich gleich wieder verschwinden. Ich habe keine Lust auf euch. Außerdem habe ich keine Zeit. Ich wollte Minecraft zocken. Minecraft zocken? Also was ist das denn bitte? Und außerdem, ich ziehe vielleicht in dein Zimmer. Deswegen möchte ich hier das alles erstmal sehen. Ja, und ich möchte das auch sehen, Julian. Vielleicht hat sich ja irgendwas mal was hier geändert in der Villa. Also es heißt ja auch Villa, aber es sieht nicht danach aus. Was habe ich da gehört? Nie zu witzig. Nee, du ziehst hier nicht ein. Nee, Mama meinte, darüber wollen wir noch sprechen. Ach, Erik, guck dir mal bitte dieses Badezimmer an. Also kein Whirlpool, gar nichts. Also keine Regendusche. Also ich verstehe nicht, wie man hier leben kann. Ich glaube, wir können schon wieder gehen, Erik. Also tut mir leid, also hier werde ich auf gar keinen Fall wohnen. Ja gut, Nils, okay. Ah, wer ist das denn? Hallo, kennen wir uns? Was machst du in meinem Zimmer? Ich bin der Erik Eitel und du bist so hübsch. Wer bist du? Erik Eitel? Was ist das denn für ein Name? Also, dass so eine hübsche junge Dame hier wohnt, das hätte ich niemals gedacht. Also, bei den Leuten, die hier wohnen. Was heißt das? Willst du meine Familie beleidigen? Mama und Papa und Julian und Emma sehen auch gut aus. Nein, das meinte ich nicht. Außerdem habe ich gerade andere Probleme. Julian, kannst du mal deine Freunde hier aus meinem Zimmer holen? Das sind nicht meine Freunde. Außerdem ist hier Nils auch noch mit dabei. Das ist auch dein Cousin. Und außerdem, was wollt ihr hier? Könnt ihr nicht jetzt nicht bitte mal gehen? Also, Nils, warum hast du mir denn davon nichts erzählt, dass du solch eine hübsche Cousine hast? Erik, nicht jetzt. Also, ich muss mich gerade mit dem Gedanken anfreunden, dass wir hier vielleicht einziehen. Guck dir das mal bitte an. Ja, das ist hier mein Tablet. Also, da spiele ich immer. Und ja, also wenn du willst, dann kannst du vielleicht auch mal damit spielen. Aber sonst eigentlich nicht und heute sowieso nicht. Mit diesem Tablet, also von wann ist das? Das ist ja vom letzten Jahr. Ich habe schon zwei Nachgängermodelle davon, also tut mir leid, was ist das denn? Hallo? Wie heißt du denn? Oh, du schon wieder! Was willst du hier? Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Wie heißt du denn? Kannst du mir deinen Namen nicht verraten? Also, ich bin Hanna Vogel und jetzt kannst du auch wieder gehen. Ja gut, ich werde gleich schon wieder gehen. Oh, du hast ja einen Hasen. Nur einen? Also ich habe 200 Hasen zu Hause. Was? 200? Wer braucht denn so viele Hasen? Ja, wieso denn nicht? Also ich kann dir auch gerne 200 kaufen, wenn du möchtest. Wenn du das möchtest, also das kann ich gerne tun. Ich möchte keine 200 Hasen, denn jetzt geh aus meinem Zimmer. Ja gut, ich verschwinde sofort. Nils, ich muss dir was verraten. Nils! Also, Julian, ich verstehe immer noch nicht, wie du in diesem Zimmer hier wohnen kannst. Also, so klein und... Ach. Ja, Nils, tut mir leid, dass nicht jeder irgendwie 5 Zimmer für sich hat. Das ist halt nicht normal. Denkst du, das ist normal? Ja, natürlich. Also, bevor wir ins Schiff gezogen sind, hatte ich sogar 7 Zimmer. Was? Nils, ich glaube, ich habe mich verliebt. Ach, Erik, sag mal... Könnt ihr nicht einfach verschwinden? Ja, wir werden verschwinden. Keine Sorge, aber... Aber dieses Mädchen, Hanna Vogel, was für ein schöner Name. Aber ich hätte niemals gedacht, dass solch ein hübsches Mädchen hier wohnt. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Echt cool, dass es geklappt hat, dass wir uns hier im Einkaufszentrum treffen. Mhm.
Bald geht die Schule wieder los, dann ja, haben wir wieder keine Zeit. Eine Woche haben wir ja noch. Dave, ich würde auf jeden Fall total gerne gleich in diesen Taschenladen gehen. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich wollte aber oben auch in diesen einen Sportladen, wenn das in Ordnung wäre. Ja, klar. Da ist sie, meine Traumfrau, Hanna Vogel. Ich hoffe, die Blumen haben ihr gefallen. Wer ist das denn? Wer ist dieser andere Junge? Oh nein, sie hat sich mit einem anderen Jungen verabredet. Nein! Sind diese beiden etwa zusammen? Oh nein, das wäre ein Albtraum. Hanna ist meine Traumfrau und ich muss sie heiraten später. Oh nein! Oh, komm mal, Dave, ich habe eine richtig schöne Tasche entdeckt. Ja. Will ich dir mal zeigen. Guck okay, mal, wie findest du die? Die gelbe hier. Ah, da sind sie wieder. Oh, und was macht der nur? Warum sind die hier in diesem Laden? Ich muss sie auf jeden Fall ein bisschen beobachten. Oh nein. Guck mal, Dave, das wird doch gut aussehen, wenn ich diese tragen würde. Obwohl, ein bisschen groß ist die. Ganz ehrlich, Hanna, also wenn du dir diese Tasche jetzt nicht kaufen möchtest, können wir dann mal langsam nach oben. Also für Taschen interessiere ich mich jetzt nicht so heftig. Ach, komm schon, Hanna, da gibt's bestimmt auch Sachen für dich. Los. Ach, warte, Dave. Komm, beeil dich, der Fahrstuhl ist gerade unten. Los. Ja, ich komm ja schon. Ja. Das ist doch unfassbar. Dieser Junge läuft einfach vor Hanna weg. Also wenn ich Hannas Freund wäre, dann würde ich sie immer auf Händen tragen. Immer. Oh, hier gibt's ja auch Pferdesachen. Ich guck mal da drüben kurz. Okay, alles klar, Dave. Also wenn du mich suchst, bin ich hier bei den Pferdedecken. Was? Ja, okay. Ich bin hier in der Ecke bei den Basketballsachen. Von hier unten kann ich nichts sehen. Jetzt muss ich auch nach oben. Aber wo bleibt denn dieser Aufzug? Oh, endlich. Sag mal, wollen Sie hier zu Miete bleiben im Aufzug? Raus. Ich will nach oben. Schnell. Das war aber ein merkwürdiger junger Mann. Was kann ich denn dazu, wenn der Fahrstuhl so lange braucht? Wo sind sie nur? Die müssen doch irgendwo hier sein. Okay. Ach, das ist schon der Junge. Aber er ist alleine. Haben sie sich etwa schon getrennt? Aber das heißt ja dann, dass auch Hanna irgendwo hier ist. Alleine. Ich habe sie entdeckt und sie schaut nach Pferdesachen. Ist sie nicht toll? Ist sie nicht schön? Hallo, Hanna. Hey. Oh, Erik. Was machst du denn hier hinter mir? Ich habe mich total erschreckt. Oh, das tut mir leid. Hanna, ich war gerade zufällig hier im Einkaufszentrum und da habe ich dich gesehen. Da dachte ich, da spreche ich dich einfach mal an. Und ich sehe gerade, du guckst nach Pferdesachen. Also ich könnte dir auch gerne ein Pferd kaufen, wenn du möchtest. Musst du nur sagen. Ach, Erik, ich habe dir letztes Mal schon gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Nein, du sollst mir kein Pferd kaufen. Dave, komm mal. Wir müssen weiter. Ist das dieser andere Junge? Oh, Hanna, was ist denn? Ich guck hier gerade noch. Dave, ich mein's jetzt wirklich ernst. Komm bitte. Was hat dieser Junge nur, was ich nicht hab? Ich hab doch Geld, ich sehe gut aus, ich hab einen Anzug und ich bin sogar groß. Wobei natürlich mein Kopf ist ein bisschen klein, aber ich hab doch alles zu bieten. Komm, Dave, wir müssen schnell weg. Och, komm nein. Mit. Hanna, warte, bleib stehen. Ist irgendwas passiert? Oh, da war dieser Erik Eitel. Wer? Der, ach so. Der stand plötzlich hinter mir. Okay. Erik Eitel, jetzt merke ich erst. Das ist der mir die Blumen geschickt hat. Boah, dieser Erik Eitel ist echt total merkwürdig und der rückt mir immer so auf die Pelle. Lass uns lieber schnell weitergehen, Dave. Ich habe da keine Lust mehr drauf auf den. Und vielleicht können wir doch in diesen Laden gehen. Oh, ich gehe immer so gerne in diesen Brautladen, Dave. Können wir da reingehen? Ja, wenn es sein muss, okay. Anna, was hast du denn da an? Ja, guck mal, Dave, wie sieht das aus? Ach, wie wunderschön sie aussieht mit diesem Schleier. Oh. Ich glaube, ich hole ein bisschen Geld. Dann kann ich ihr diesen Schleier ja eigentlich kaufen. Ja, das werde ich machen. Sieht schon ziemlich süß aus, Hanna. So könnten wir aussehen, wenn wir mal heiraten. Ja, aber bis dahin ist ja noch was. Verzeiht mir, dass ich störe, aber Hanna, du siehst einfach unfassbar schön aus. So wunderschön mit diesem Schleier. Ach, Erik, du schon wieder! Wo kommst du denn her? Also, naja, gut, ich sag dir die Wahrheit. Also, ich hab dich gesehen mit diesem Schleier und da dachte ich mir, ich kauf ihn dir. Denn du wirst ja später meine Braut sein, hoffentlich. Und ja, da dachte ich dir, da mache ich dir ein Geschenk. Du kannst dir auch gerne ein paar andere Sachen noch aussuchen, weil du weißt, ich habe Geld. Viel Geld. Hanna, was ist hier los? Ist das dieser Erik, von dem ja, du erzählt hast? Ja, das ist dieser Erik. Oh nein, Erik, ich möchte nicht, dass du was kaufst. Oh, komm, Dave, wir hauen schnell ab. Hanna, warte mal, du brauchst doch nicht vor dem weglaufen oder wir brauchen nicht vor dem wegzulaufen. Warte mal, das klären wir schon. Ich verstehe die Frauen einfach nicht. Also dabei habe ich doch so viel Geld und alle hauen vor mir ab. Das verstehe ich nicht. Wieso denn? Ich finde den wirklich total komisch. Der war ja auch letztens schon bei uns zu Hause und der hat mir die Blumen geschickt. Und jetzt verfolgt er uns hier im Einkaufszentrum. Hanna, mach dir keine Gedanken, ich kläre das jetzt mal mit dem. Also der kann was erleben. Hey, du da, lass uns mal quatschen am besten. Komm mal kurz mit. Also, ich mach's kurz. Hanna ist meine Freundin, ne, damit du Bescheid weißt. Also, wenn ihr jetzt befreundet wärt, hätte ich natürlich kein Problem damit. Aber du müsst ja mit ihr zusammen sein. Das kannst du vergessen. Kannst du schön vergessen. Und Hanna möchte mit dir nichts zu tun haben.
Guter Witz, guter Witz. Sag, was findet sie denn bei dir? Also du hast kein Geld, also so siehst du zumindest nicht aus. Du kannst ihr nichts kaufen. Also was findet sie denn an dir so gut? Das verstehe ich nicht. Also ich bin reich und was bist du? Also ich bin auf jeden Fall nicht so einer wie du. Du kannst auch schön mal abhauen. Los. Und lass Hannah auf jeden Fall in Ruhe. Also wenn du sie nochmal ärgerst oder so, ne? Dann gibt's richtig Ärger, sag ich dir jetzt schon. Was ist das denn für ein Typ? Aber naja, für mich ist diese Sache ganz bestimmt noch nicht abgeschlossen. Ganz, ganz bestimmt nicht. Okay, Hannah, ich hab's geklärt. Danke, Dave. Das war wirklich total lieb von dir und auch total mutig. Ja, aber das musst du jetzt mal sein. Weil Erik ist ja total riesig. Hannah, du weißt ganz genau, dass ich es voll blöd finde, wenn du von jemandem geärgert wirst oder wenn irgendjemand was macht, was du nicht möchtest. Deswegen muss ich das jetzt sagen. Ach, Dave, ich bin so froh, dass ich dich hab. Und ich würde wirklich lieber dich später mal heiraten. Also, nochmal Dankeschön. Du, Erik, also, ich verstehe zwar nicht, warum wir hier sind, aber ja, Claudia, also Tante Claudia und meine Cousine Hannah, die sind wohl heute hier. Meine Mutter hat mit denen telefoniert, aber ja, wir gehen eigentlich nicht mehr in dieses Einkaufszentrum hier, weil die Sachen hier, weißt du, sind ziemlich billig. Ach, Nils, es geht mir doch hier nicht um die Klamotten, es geht mir einzig und allein nur um Hannah. Also ganz ehrlich, Erik, ich verstehe nicht, was du an meiner Cousine so toll findest. Also die ganze Familie, die kann mir ehrlich gesagt irgendwie auch gestohlen bleiben. Ist zwar meine Familie, aber naja, ich weiß ja nicht. Nils, dafür interessiere ich mich jetzt gar nicht. Ich möchte einfach nur Hannah sehen. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, wir finden sie heute hier. Oh Mann, du, wir brauchen sie gar nicht suchen. Guck doch, da sind sie schon. Du Mama, kann ich gleich auch noch mal in den Spielzeugladen? Klar, aber lass uns doch erst zu den Klamotten gehen. Nils, was machst du denn da? Komm hier hinter das Regal, die dürfen uns doch nicht sehen. Ach ja, ist ja gut, Mensch. Was ist das nur für ein Einkaufszentrum hier? Nils, schau nur, wie hübsch sie ist. Ganz ehrlich, Erik, ich verstehe nicht, was das hier soll. Hannah, hast du die Taschen gesehen? Die sind alle aus der neuen Kollektion. Echt schick. Ja, die da vorne gefällt mir gut. Erik, weißt du was? Das war's für mich. Ich werde doch hier nicht meine glorreiche Zeit hier in einem Einkaufszentrum verbringen, wo es noch nicht mal einen Gucci-Laden gibt und meine Cousine beobachten und meine Tante. Also das wird hier zu viel für mich. Ich gehe irgendwo Gold kaufen. Tschüss. Ach nee, jetzt kannst du nicht mal einen Tag nicht an Gold denken. Ach, sei doch nicht so, bitte. Nee, das wird mir hier zu viel. Die haben hier noch nicht mal Fosswasser. Also tschüss. Also ich bin jetzt hier schon eine halbe Stunde in diesem dreckigen alten Einkaufszentrum und ich fühle mich auch schon irgendwie so ein bisschen dreckig. Und ich spioniere meiner Cousine und meiner Tante nach und als hätte ich nicht Besseres zu tun. Oh Mann, ich bin weg. Ach Hanna, wenn du mich nur sehen könntest, in meinem schönen Anzug, wie hübsch sie nur ist. Hanna, wie findest du denn dieses Kleid hier? Das ist echt richtig sommerlich. Ich finde das total schön. Ja, das ist echt schön, Mama. Ich glaube, das könnte dir gut stehen. Ja? Ich glaube, dann werde ich das mal anprobieren. Wartest du hier? Ach Mama, ich habe eigentlich keine Lust hier zu warten. Kann ich nicht in den Spielzeugladen gehen in der Zeit? Okay, dann viel Spaß im Spielzeugladen. Wir treffen uns dann wieder hier. Mal schauen, hoffentlich haben die auch Pferdefiguren. Sie haben sich aufgeteilt. Wie mache ich das denn nur? Gehe ich Hannah hinterher oder... Wobei, ich glaube, ich sollte mal der Mutter hinterher, weil wenn ich mich mit ihr anfreunde, dann habe ich leichtes Spiel bei Hannah, auf jeden Fall. Hoffentlich erkennt sie mich nicht, weil ich glaube, sie hat nicht so gute Erinnerungen an mich. Ach super, da muss ich ja gar nicht lange anstehen. Hier ist ja schon eine Kabine frei. Ah, sie ist da hinten. Ich glaube, sie zieht sich um und danach werde ich sie auf jeden Fall mal ansprechen. Ist Gelb wirklich meine Farbe? Ich glaube, das macht mich ein bisschen blass. Also ich finde, dieses Kleid steht Ihnen äußerst gut. Ach danke, das ist wirklich nett von Ihnen. Meinen Sie, ist es die richtige Größe? Also ich kann Ihnen das Kleid auch in einer anderen Größe besorgen, kein Problem. Ach, das wäre super. Also das nenne ich mal Service. Nett, dass sich der junge Herr so um mich kümmert hier in dem Geschäft. Oh nein, überall nur diese hässlichen Klamotten hier. Wo soll ich denn jetzt dieses komische Kleid herfinden? Oh Gott. Und was ist das denn? Das soll eine Tasche sein? Oh Gott, ist die grässlich. Oh, und hier nur dieser komische Rock, aber das Kleid finde ich einfach nicht. Wo hat sie das denn her? Oh, hier ist ein Kleid, aber das sieht nun gar nicht so aus wie ihr. Na egal, ich bring's trotzdem mal vorbei. Verzeihen Sie, also das Kleid gibt es leider nicht mehr in einer anderen Größe. Dafür habe ich ein anderes gefunden. Das wird Ihnen natürlich auch sehr, sehr schön stehen. Einen Moment bitte, können Sie mir das hier einfach reinreichen? Ja, natürlich. Das sieht ja vollkommen anders aus. Das ist doch kein sommerliches Kleid. Das ist viel zu festlich. Ein Abendkleid und dann noch in Pink? Aber naja, was soll's. Ich werde es trotzdem mal anprobieren. Vielleicht kann ich es nochmal später gebrauchen für irgendeine Gala oder einen Geburtstag. Also ob das ein Kleid ist, was mir steht? Ich weiß ja nicht. Also ich finde, dieses Kleid steht ihm wirklich ausgezeichnet. Aber der Reißverschluss ist noch nicht zu. Soll ich Ihnen da helfen? Also wenn Sie so freundlich wären, ich komme da leider nicht dran. Ja, kein Problem. Ich helfe doch gerne. Oh, so einen Kescher hätte ich auch irgendwann gerne mal. Damit kann man vielleicht Fische oder Frösche fangen. Aber naja, ich bin schon eine ganze Weile hier im Laden. Hoffentlich ist Mama jetzt mal fertig mit dem Anprobieren. Ich gehe mal rüber. Entschuldigen Sie, ist denn das Kleid überhaupt noch im Trend? Aber natürlich, das ist die aktuelle Kollektion, die wir hier haben. Selbstverständlich.
Ach, da drüben ist ja Mama. Oh, was hat die denn für ein Kleid an? Das ist ja ein ganz anderes als vorhin. Und könnten Sie mir vielleicht auch nochmal den Preis dazu sagen? Ich habe gar kein Schild entdeckt. Ach, Hanna, da bist du ja. Wie gefällt dir denn dieses Kleid hier? Ein bisschen anders als das Gelbe, aber auch sehr schön, oder? Also ich finde es sehr, sehr schön. Sehr schön. Mhm. Oh Mann, Erik, was machst du denn hier? Lass meine Mama in Ruhe. Erik? Erik Eitel? Ich wusste doch, dass ich den irgendwoher kenne. Schatz, du weißt, dass ich eigentlich nichts dagegen habe, ins Einkaufszentrum zu gehen, ne? Aber warum denn heute? Heute wird es bestimmt rappelvoll da. Aber Martin, heute ist doch ein besonderer Tag im Einkaufszentrum. Auf dem Flyer, den wir im Briefkasten hatten, da stand drauf, dass wenn man mit 5 Personen kommt, dann bekommt man eine große Familienpizza umsonst. Mhm. Mach's gut, Pia. Ich bin jetzt erstmal ein paar Stündchen weg im Einkaufszentrum. Oh, ich freue mich schon. Hoffentlich kaufen Mama und Papa mir irgendwas Neues. Oh, ich freue mich auch schon total auf das Einkaufszentrum. Vielleicht kriege ich neue Spielzeuge. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Zwing mich nicht dazu. Bitte nicht ins Einkaufszentrum. Das ist der Albtraum. Bitte nicht. Mama, ich mein's ernst. Bitte kann ich zu Hause bleiben. Ich mach diesmal auch keinen Quatsch. Ich bestelle auch nichts, gar nichts. Wirklich, versprochen. Ach, kommt schon. Das wird toll. Wir haben noch diesen Flyer. Damit bekommen wir eine große Familienpizza umsonst. Wollt ihr euch das etwa entgehen lassen? So, haben wir alles? Kann's losgehen? So, Familie Vogel, wir folgen Claudia. Ab geht's, hinter eure Mama. Los, Pizza! Das war sowas von einfach. Einfach diesen Flyer im Briefkasten geschmissen und die glauben, dass es heute wirklich eine Familienpizza umsonst gibt im Einkaufszentrum. Aber perfekt. Und der Stock ist auch noch im Fenster. Perfekt, dann kann ich ja rein. Sehr gut. So, jetzt einfach durch das Fenster. Ach, das bin ich gar nicht gewohnt hier durchs Fenster. Also normalerweise wird mir immer die Tür aufgehalten und jetzt muss ich hier selber durch ein Fenster klettern. Ja, wie witzig. Oh, 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 naja, zumindest bin ich weich gelandet. Also hier sitzt immer Hanna und hier schaut sie sich immer irgendeine Lieblingssendung an. Wenn sie doch nur hier wäre, dann würden wir jetzt gemeinsam ihre Lieblingssendung schauen und ich würde ihr noch Gold kaufen oder so. Und dieses Kissen, ob es wohl nach Hanna duftet? Oh, nein, es duftet irgendwie nach, nach Katze. Und hier muss sich Hanna immer wärmen, hier am Kamin. Ach, ich kann ihre Gegenwart spüren, wenn sie doch nur da wäre. Und hier muss Hanna immer sitzen, wenn sie ihr Mittagessen oder auch ihr Frühstück verspeist. Ach, wenn sie nur da wäre. Was Hanna wohl so isst? Ich schau mal in den Kühlschrank. Oh, Fisch? Ist ja gar nicht mein Fall, aber das wird wahrscheinlich Hanna gar nicht essen. Wahrscheinlich der Bruder oder die kleine Schwester oder der Vater oder die Mutter. Aber nicht meine Hanna. Also wenn Hanna mit mir zusammen sein sollte, dann gibt es, wenn überhaupt, nur Kaviar und das, wie viel wir wollen und sonstige kulinarische Köstlichkeiten. Ich will mal weitermachen, weil ich möchte einfach nur wissen, wie Hanna hier lebt. Tatsächlich, ein zweites Wohnzimmer, das hätte ich hier aber vom Familienvogel nicht erwartet. Wobei, das hatte ich ja schon mal gesehen. Ich spüre auch immer noch Hannas Aura. Ich glaube, als letztes war sie hier. Ja, ich kann sie auch noch duften. Und das muss das Badezimmer sein. Natürlich. Hat sie denn hier irgendwo ihr Shampoo oder so? Ihre Haare, die riechen einfach so toll. Oh nein, ihre Haarbürste. Ich kann sogar ein goldenes Härchen noch sehen. Wenn ich diesen Kamm hier benutze, vielleicht kriege ich dann auch so goldene Haare wie Hanna. Oder genau die gleichen. Das wäre was Schönes. Und natürlich, die strahlend weißen Zähne von Hanna. Mit der Zahnbürste und dieser Zahnpasta hier. Einfach nur schön. Ich werde mir damit auf jeden Fall meine Zähne putzen, damit ich genauso weiße Zähne wie sie bekomme. Einfach nur Wunder, wie das duftet. Ja, nach Zahnpasta eigentlich. Und das ist der Raum der Wünsche, zumindest meiner Wünsche. Das ist Hannas Zimmer. Oh, wie schön. Oh, dieser Teppich, sowas von flauschig, aber Hanna hat auch Geschmack. Und das muss ihr Schreibtisch sein. Oh, ihre Schulsachen. Sie ist sowas von intelligent. Oh, und diese Handschrift, das, sie muss irgendwo Kalligrafie gelernt haben. Um was geht's denn da? Um Einhörner. Oh, natürlich, Hanna und Einhörner. Ein Traum. Das gibt es doch jetzt nicht. Ein zweiter Schreibtisch. Dieses Mädchen ist sowas von fleißig. Eine Traumfrau. Und dann natürlich dieses zauberhafte Bett. Wie für eine Prinzessin. Wie Hanna. Und da sehe ich sie. Meine Hanna. Hanna, du bist so wunderschön. Dieses Gesicht. Dieses Gesicht ist alleine schon Kunst. Aber in echt bist du noch viel, viel hübscher. Und du darfst ständig ihre Präsenz hier spüren. Ach, du kleines Haustierchen. Du bist genauso hübsch. Ich möchte dich so gerne kuscheln. Würde ich nur die Aufmerksamkeit, die du von Hanna bekommst, auch bekommen, ach, dann wäre ich der glücklichste Junge der Welt. Aber es geht einfach nicht. Es geht nicht. Weißt du was? Ich werde dich mitnehmen. Ja, als Andenken dafür, dass ich immer an Hanna denke. Und sie vielleicht dann auch an mich. Wobei, ne, ich nehme dich trotzdem mit. Stehen geblieben. Sofort stehen geblieben.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Polizei, also ich bin nicht kriminell oder so, ich habe Geld, also sehr viel Geld und das ist hier mein Haus, also mein Gartenhaus, ja. Wir wissen, dass Sie hier nicht wohnen, wir kennen die Familie Vogel und ein Nachbar hat die Polizei verständigt. Setzen Sie sofort das Kaninchen ab. Ja, ist ja gut, also wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen noch ein bisschen Geld noch geben. Ihr Geld, das wollen wir nicht. Was machen Sie hier überhaupt? Gute Frage, die Aura von Hanna Vogel spüren? Ach, wie konnte mir das nur passieren? Ich habe wirklich zum Shoppen mein Geld hier liegen lassen. Wir wollten doch nach der Pizza noch einkaufen. Wir müssen schnell wieder los. Danke, Hanna, dass du mitgekommen bist. Die anderen sind ja noch im Einkaufszentrum. Ich gehe nur schnell mein... Was ist denn hier los? Was ist das? Erik Eitel, was machst du denn hier? Hanna, es ist nicht das, wonach es aussieht. Das ist alles für so ein Schulprojekt, wie arme Menschen leben. Nein, 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 natürlich nicht, Hanna. Es tut mir leid. Wie ist der überhaupt hier reingekommen? Was ist hier los? Guten Tag, Frau Vogel. Wir haben hier einen Verdächtigen festgenommen. Ihre Nachbarin hat gesagt, dass er hier eingebrochen sei und wir haben ihn auf frischer Tat ertappt. Er wollte auch das Kaninchen entführen. Frau Vogel, wir wissen nicht, was er hier vorhatte. Also es fehlen keine Wertgegenstände. Wir werden ihn erstmal mit auf die Wache nehmen. Hanna, meine Hanna, es tut mir einfach so leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur einfach zu dir und ich kann dir auch Geld dafür geben, wenn du möchtest. Och, er will wirklich alles mit Geld bezahlen, aber ich meine, das lässt sich doch nicht entschädigen, das arme Kaninchen. Es sitzt da ganz verängstigt unter der Treppe. Oh nein, die arme Pia! Mensch, Erik, was willst du mit meinem Kaninchen? Erik, ich will nie wieder was von dir hören und ich will dich nie wiedersehen und lass Pia in Ruhe. Ach, vielen Dank, dass Sie so schnell da waren und ich muss mich auf jeden Fall noch bei der Nachbarin bedanken. Erik, was soll das Ganze? So, Freundchen, Abmarsch, ab auf die Wache, du kommst ins Kittchen. Hanna, ich werde dich immer lieben. Du bist das wunderhübscheste und wundervollste Mädchen, was ich jemals kennenlernen durfte. Bis jetzt. Erik, ich habe kein Interesse an dir. Du willst alles mit Geld kaufen. Außerdem habe ich einen Freund, Dave. Also verschwinde endlich. Na, was habe ich nur getan? Jetzt wird sie niemals Gefühle für mich entwickeln. Können wir das nicht irgendwie klären mit Geld oder so? Dann bleibe ich halt hier. Ach, Hanna, was für ein Durcheinander. Arme Pia. Geht's dir denn gut? Alles gut, sie hat sich schon wieder beruhigt. Ihr Herz hat ganz doll geschlagen. Aber jetzt geht's wieder. Oh Mann, dieser Erik, ich kann ihn einfach nicht leiden. Hallo Leute, ich bin wieder da. Ich war allein im Einkaufszentrum im neuen Pferdeladen. Oh, mein Zettel, der liegt ja hier noch. Wahrscheinlich ist Mama immer noch nicht wieder da. Naja, dann gehe ich mal in mein Zimmer. Dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen was spielen oder vielleicht ein Video gucken oder vielleicht mit Pia spielen. Nicht wahr, meine kleine Pia? Hm? Hast du auf mich gewartet? Oh, jetzt habe ich ein Geräusch unten gehört. Vielleicht ist Mama jetzt wieder da. Und oh, Julian und Emma dann ja auch. Oder vielleicht war das auch Papa, der von der Arbeit wieder da ist. Hallo? Hallo, ist da jemand? Oh, komisch, keine Antwort. Aber ich habe auf jeden Fall was gehört. Ja, ich höre immer noch was. Das sind doch nicht etwa Einbrecher? Und oh, was soll ich machen? Ich werde mal ganz vorsichtig hier oben schauen, ob ich irgendwas sehe. Hä? Habe ich was auf den Augen? Ich sehe einen Hasen. Was machst du denn hier? Hast du dich verirrt? Wie kommst du denn in unser Haus rein? Bist du etwa durch die Katzenklappe von Samira und Simba gekommen? Das gibt's doch nicht. Wo kommt ihr denn alle her? Hasen? Kaninchen? Meerschweinchen? Oh Mann. Also das ist ja total komisch. Wo kommen die denn alle her? Können doch nicht alle sich verirrt haben. Ist das vielleicht eine Überraschung von Mama für mich? Hey, Mama, bist du hier irgendwo? Hast du dich versteckt? Oder Papa? Hallo, Papa. Oh, oh, noch mehr Hasen und noch mehr Meerschweinchen. Alle in unserer Wohnung verteilt. Sogar da vorne auf dem Sofa sind welche. Ist hier denn niemand? Hallo? Also die Überraschung ist auf jeden Fall geglückt. Die sind alle total niedlich. Hey, meine Kleinen, wo kommt ihr her? Och, wie weich das Fell ist. Ach, habt ihr Hunger? Bestimmt habt ihr alle total viel Hunger, wo auch immer ihr herkommt. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht ein bisschen Gemüse finde. Oh, hier sind noch ein paar Möhren. Die werden Ihnen gut schmecken. Das sind wirklich unglaublich viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hinten auf dem Sofa noch ganz viele und da drüben waren ja auch welche. Das sind bestimmt 1000. Hey, meine Kleinen, habt ihr Hunger?
Ach, alle kommen schon zu mir. Ja, ihr kriegt ja alle was. Das wird mir doch kein Mensch glauben. Was soll ich denn jetzt machen? Also 1000 sind es natürlich nicht, aber unglaublich viele. Überall verteilt. Wenn das Pia wüsste, mein Kaninchen Pia, die wird auch staunen, aber meine Freundin Pia, vielleicht sollte ich die mal anrufen und fragen, was sie machen würde. Vielleicht kommt sie auch vorbei. Hey Pia, ich bin's Hannah. Ja, mir geht's gut, aber es ist was ganz, ganz Merkwürdiges. Also, als ich eben nach Hause kam, war noch alles in Ordnung. Aber auf einmal sind überall in unserer Wohnung Hasen und Kaninchen und auch noch Meerschweinchen. Also schon eine ganze Menge. Ziemlich viele. Ja, überall. Und die essen jetzt alle Möhren hier bei uns. Pia, das ist kein Scherz. Wirklich. Ich will dich nicht reinlegen. Nicht auflegen. Och Mann. Ach, wie blöd von Pia. Die dachte, das wäre ein Scherz. Und sie meinte, sie muss noch irgendwie was vorbereiten oder so und hat keine Zeit. Och Mann. Vielleicht kann Dave mir weiterhelfen. Ich werde einfach Dave anrufen. Der hat immer gute Ideen. Hey Dave, ich bin's, Hannah. Weißt du, was passiert ist? Bei mir hier zu Hause ist alles voll mit Hasen. Und Mama ist nicht da. Und Julian und Emma und Papa auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wo kommen die denn alle her? Meinst du, die Polizei anrufen? Also, ich weiß nicht. Also, das sind schon ganz schön viele, Dave. Also, über 20 bestimmt. Kannst du nicht vielleicht vorbeikommen? Oh, okay. Wirklich? Na gut. Ja, ich berichte dir dann morgen in der Schule oder so. Dann mach's gut. Tschüss. Och Mann, Dave hat jetzt gleich noch einen Zahnarzttermin. Der kann nicht. Was mache ich denn dann jetzt? Wo kommen die her? Ich muss vielleicht mal gucken, ob vielleicht irgendwo was in der Tür aufsteht oder so. Ob die da irgendwo reingekommen sind. Also das wäre doch die einzige Tür, wo die alle reinkommen können. Das ist die Tür zum Garten, dass sie da vielleicht irgendwie reingehoppelt sind. Was liegt denn da? Ist das ein Brief? Liebe Hannah, der ist für mich. Oh Mann, vielleicht werde ich jetzt erfahren, wo die ganzen Hasen herkommen. Liebe Hannah, es tut mir leid, dass ich letztes Mal bei dir eingebrochen bin und dein Kaninchen klauen wollte. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich kann es mit diesen ganzen Hasen, Kaninchen und Meerschweinchen wieder gut machen. Dein E.E. E.E.? Das ist doch Erik Eitel. Erik Eitel hat mir die ganzen Kaninchen geschenkt? Oh Mann, das ist ja total verrückt. Eigentlich will ich keine Geschenke von Erik Eitel haben. Der ist echt komisch. Aber die Kaninchen sind schon ganz schön niedlich. Und das heißt doch jetzt, dass die mir gehören. Ich bin mal gespannt, was Mama und Papa sagen, wenn die wiederkommen. Und ob ich die Kaninchen wieder abgeben muss. Ich hoffe, ich darf alle behalten. Aber wir haben ja gar nicht so viel Platz. Ich kann ja gar nicht so viele Käfige in meinem Zimmer aufstellen. Was soll ich bloß machen? Hey du, komm doch da von der Küche runter. Komm schon. Das könnt ihr doch nicht machen. Hier, kommt. Hier ist eine leckere Möhre. Hüpf da runter. Es gibt richtig Ärger mit Mama, wenn die das sieht. Hallo, Möhre? Möchtest du keine Möhre? Komm schon. Hannah, wir sind wieder da. Hallo. Hallo, Hannah. Wie kommen denn diese Hasen hier in unsere Küche? Hannah, hast du was damit zu tun? Oh, Mama, wir haben hier einen richtigen Streichelzoo mit Meerschweinchen und Kaninchen. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben hier im ganzen Haus Kaninchen und Meerschweinchen. Wo kommen die denn alle her? Oh, Mensch, Hannah, man lässt dich einmal allein und dann sowas? Was machen wir denn jetzt, Mama, mit den ganzen Nagetieren hier? Das ist nicht meine Schuld. Das muss Erik Eitel gewesen sein. Du weißt schon, dieser Freund von Nils und meinem Cousin. Erik Eitel? Moment. Ja, der Name sagt mir was. Das ist doch derjenige, der hier bei uns in das Haus eingebrochen ist und dein Kaninchen entführen wollte. Ja, Mama, und scheinbar ist er wieder bei uns eingebrochen und hatte die ganzen Kaninchen hier reingesetzt. Guck mal, also er hat auch einen Brief dagelassen. Siehst du? Unterschrieben mit EE. Erik Eitel war schon wieder hier drin und hat die ganzen Kaninchen und Hasen hier gelassen? Das ist ja wirklich eine außergewöhnliche Liebeserklärung. Hannah, aber diese ganzen Nagetiere, die können nicht hierbleiben. Komm, hilf mir, die ganzen Viecher irgendwie zusammenzutreiben. Mama, Viecher, die sind alle total niedlich. Ja, aber die hauen sonst ab. Oh, wer bist du denn? Hey, hör auf, an mir rumzuknabbern, das kitzelt. Emma, das Gleiche gilt auch für dich. Komm, hilf uns, die Tierchen zusammenzuführen. Emma, freunde dich doch nicht mit denen an. Wir können die nicht behalten. Och Mann, Mama, warum denn nicht? Die können auch bei mir im Zimmer schlafen. So 2, 3, 5, 10. Emma,
mal, das geht nun wirklich nicht. Was ist mit unseren Vorräten? Die werden geplündert. Alles knabbern die an. Die Kabel und so weiter. Und dann noch mit den Katzen? Oh, das endet in einer Katastrophe. Also wir müssen unbedingt versuchen, die hier rauszutreiben. Vielleicht nach draußen durch den Garten. Aber ich muss auch unbedingt telefonieren. Also ich werde auf jeden Fall die Polizei anrufen. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. So, du kommst jetzt einmal hierher. Du kannst dich jetzt hier nicht auf der Ablage hinsetzen. Das geht nicht. Ich muss telefonieren. Hey, stopp, stopp. Raus aus meiner Tasche. Hey. Hallo, Claudia Vogel hier? Es geht wieder um Erik Eitel. Ich wusste gar nicht, dass er aus der Haft entlassen wurde. Er hat hier wieder ein richtiges Chaos bei uns im Haus angerichtet. Emma, stell dir mal vor, wir könnten die alle behalten. Dann hätten wir einen ganzen Streichelzoo. Mhm. Der da oben, Anna, ist das Pia? Nein, Pia ist oben bei mir im Zimmer. Der sieht einfach genauso aus wie Pia. Ich finde den hier am tollsten. Der sieht aus wie ein Schokoladen-Osterhase. Deswegen nenne ich dich Schokohase. Mhm. Oh ja, der ist wirklich total niedlich und auch kleiner als die anderen. Und die Ohren fühlen sich richtig weich an. Aber das ist schon meiner. Such dir ein eigenes Kaninchen aus. Ich hab doch schon Pia. Ja gut. Wo kommen denn auf einmal noch die ganzen anderen her? Das werden ja immer mehr. Oh, die Polizei ist unterwegs. Sie bringen auch noch jemanden vom Tierschutz mit. Ach herrje, das wächst einem total über den Kopf. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit den ganzen Tierchen hier anstellen soll. Also, ich bin nach Hause gekommen und da war alles ganz normal. Und dann bin ich nach oben gegangen und hab Geräusche gehört. Und dann bin ich wieder runtergekommen und dann waren alle Hasen da. Und dann stand diese Tür einen Spalt auf und da lag dieser Brief. Welchen Brief meinst du denn? Von einem Brief habe ich noch gar nichts gehört. Kannst du uns den mal zeigen? Oh Mann, das ist eine echt komische Geschichte. Also das habe ich ja noch nie gehört. Einbrechen mit so vielen Hasen? Also ich kenne das eher, dass die was mitnehmen, aber Hasen dalassen und dann auch noch einen Brief dalassen? Wo ist denn der Brief? Der war doch hier gerade noch irgendwo. Mama, wo ist der Brief? So, hier ist der Brief und da, Erik Eitel. Mhm, Erik Eitel. Und er schreibt auch, dass er sich dafür entschuldigen müsste, dass er hier letztens schon mal eingebrochen ist. Ach, das ist wirklich Erik Eitel. Hey, stopp, stopp, stopp. Ich hab nichts zu essen. Ihr braucht jetzt gar nicht hier betteln. Ach, Mann. Frau Vogel, also wir haben die Zeugenaussage jetzt aufgenommen. Wir machen uns jetzt wieder auf. Tschüss dann, noch schönen Tag. Moment mal, Sie wollen mich jetzt hier mit den Tieren alleine lassen? Aber ich meine, es sollte doch noch jemand kommen, oder? Wir müssen weiter, aber da kommt gleich noch jemand. Ach, da ist sie ja schon. Die wird Ihnen weiterhelfen mit den ganzen Nagetieren. Ach, gut, dass Sie da sind. Sie sind unsere Rettung. Was sollen wir bloß mit den ganzen Tierchen hier machen? Ach, herrje, das sind ja viel mehr, als ich erwartet hätte. Oh Mann, Hasen, Kaninchen und Meerschweinchen sind auch dabei. Hey du, bleib mal lieber bei mir, weil du musst ganz, ganz nah bei mir bleiben, sonst wirst du hier noch eingefangen. Oh, ich hab im Wagen habe ich einige Käfige, die hole ich jetzt und dann sammeln wir die einzelnen Hasen ein. Haben Sie den Käfig, Frau Vogel? Ja, habe ich. Ach, jetzt noch die Meerschweinchen, dann haben wir, glaube ich, gleich alle. Och, du bist auch richtig niedlich. Schade, dass du nicht hierbleiben kannst, aber dann trage ich dich auch mal in den Wagen von der Frau vom Zoo. Also, ich liebe ja Hasen, aber das war ein echt merkwürdiges Geschenk von Erik Eitel. Hoffentlich bringt er nicht nächstes Mal ganz viele Katzen oder Hunde hier in unser Haus. Haben wir jetzt wirklich alle Tiere zusammen? Hanna, könntest du einfach nochmal bitte in den Ecken gucken, nicht, dass sie sich verstecken. Also, ich glaube, das waren alle. Und die sind jetzt wirklich gut bei uns aufgehoben. Da brauchen sie sich keine Sorgen machen. Also, hier im Wohnzimmer ist nichts mehr. Hallo, ist hier noch jemand? Mama, ich glaube, alle Hasen sind weg. Ja, dann mache ich mich mal auf. Und wenn Sie die Hasen mal besuchen möchten, können Sie einfach hier bei uns in Playmobil City im Zoo vorbeischauen. Ja, schönen Tag dann noch. Tschüss. Oh, jetzt sind die Nagetiere weg. Tut mir leid, Mama. Ach, nicht so schlimm, Hanna. Ich weiß, du hast dir ganz große Mühe gegeben. Hier sieht's toll aus, bis auf die ganzen Nagetiere. Aber dafür kannst du nichts. Wo ist Emma eigentlich? Oh, ich hab's wirklich geschafft. Schokohase, du konntest bei mir bleiben, aber du musst ganz, ganz leise sein, sonst entdecken die dich noch. Du, Hanna, sag mal, hast du Lust, heute vorbeizukommen? Ich hatte ja letztens Geburtstag und da wollte ich so eine kleine Runde machen zu meinem Geburtstag. Und du musst mir aber auch nichts schenken, ist ganz spontan. Oh ja, Pia, also ich hab noch gar kein Geschenk für dich, aber ja, ich würde gerne vorbeikommen. Hab ich das richtig gehört? Hier gibt's eine Party, also da wäre ich glatt dabei. Klar, komm gerne rum. Ich freue mich total. Bis nachher. Du, Mama, Pia macht heute eine Party. Darf ich da hingehen? Eine Party? Das klingt ja gut. Einfach so? Ich kann dich gern vorbeibringen, wenn du möchtest. Nee, brauchst du nicht. Ich gehe schon alleine. Hausaufgaben habe ich auch fertig. Tschüss. Ach, hallo, Hanna. Ja, die anderen sind alle schon oben. Okay, ja, ich gehe dann auch mal hoch. Danke fürs Reinlassen.
Die anderen alle, wer wird das wohl sein? Also Pia wird wohl mich eingeladen haben, Emily, Dave hat sie jetzt ja auch mit eingeladen. Hey Pia, ich bin da. Hey Hannah. Oh, hey Hannah. Hallo Hannah. Oh Gott, mein Cousin Nils und Erik Eitel sind beide da. Ach, wie schrecklich, warum hat Pia die denn eingeladen? Hannah, also wenn du Wassermelone möchtest, kannst du dir gerne was abschneiden. Und hier sind auch noch schon Getränke hingestellt worden von Mama. Pia, sag mal, warum hast du denn Erik eingeladen und Nils? Warum nicht? Ich meine, mit Nils bin ich ja sowieso befreundet und er hat gefragt, ob er noch einen Freund mitbringen kann. Und dann hat er eben Erik mitgebracht. Oh Mann, das kann ja was werden. Tolle Party, zusammen mit Nils und Erik Eitel. Dave, hast du schon gesehen, wer da ist? Ja, also ich wusste es und ich weiß auch, dass sich das mega ärgert. Also mich freut's auch nicht. Also naja, eine gute Party ist das hier jetzt nicht. Also eine gute Party muss auch Kaviar haben und vielleicht auch Gold, aber ich sehe davon nichts hier. Nils, letztens hast du noch bei uns gewohnt. Ihr seid doch pleite. Was erzählst du denn da? Du bist nicht mehr reich. Psst, Hannah, also das weiß noch keiner. Also bitte kein weiteres Wort darüber. Oh, das ist ja wieder so typisch für Nils. Das soll jetzt keiner wissen, dass er kein Geld mehr hat. Und er tut immer noch, als wäre er der Reichste von allen. Was ist denn jetzt los hier? Warum müsst ihr euch denn schon wieder streiten? Gar nichts ist los. Wir streiten gar nicht. Ah, hallo Hannah, also wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ich bin's, der Erik Eitel. Oh ja, ich hab dich schon erkannt. Also hier auf der Couch ist eigentlich noch Platz. Wie wär's denn, wenn wir uns ein bisschen unterhalten, hm? Oh, das kann doch nicht sein, dieser Erik Eitel schon wieder. Hannah, nervt er dich? Dave, alles gut, das kriege ich schon alleine geregelt. Oh Mann, der ist mal echt richtig, richtig nervig. Ich setze mich auf gar keinen Fall neben ihn aufs Sofa. Ich sitze hier neben dir, Dave, und neben dir, Emily. Ja, ist okay. Oh, eine andere junge, nette Dame. Hallo, wir kennen uns doch gar nicht. Erik Eitel, hallo, ich bin ziemlich reich, Emily. Ja, so sehe ich auch aus. Oh, du bist aber groß gewachsen, fast so wie mein Papa. Ich muss mal aufstehen, um dir auch die Hand zu geben. Ah, mich freut es, Erik Eitel, wie gesagt, mich freut es auch sehr. Ich bin Emily, ist Eitel Emily, dein Vorname? Ein sehr, sehr schöner Nachname. Ach, Pia, du, ich wollte dir eigentlich was ganz, ganz Teures schenken, das so richtig viel Glamour hat, aber echt? Ich hab's leider zu Hause vergessen. Ja, und nicht weil schlimm. Ich kein Geld habe, sondern ich hab's einfach nur vergessen. Kein Problem. Nils, ich hab's ja schon öfter gesagt, ich will kein teures Geschenk von dir haben. Von mir aus hättest du doch einfach auch Blumen draußen pflücken können, wäre auch in Ordnung, Hauptsache du bist da. Ach, also ich muss dir nichts Teures schenken oder sowas? Ja gut, okay, das mache ich aber auch nur, weil du es bist, also weil du es auch nicht möchtest. Sonst hätte ich dir jetzt hier ein Auto gekauft oder ein ganzes Haus, ne? Ach, Quatsch. Emily, wo möchtest du denn hin? Bleib doch stehen, ich habe viel Geld. Emily, ich habe gesehen, du hast jetzt auch Erik Eitel kennengelernt. Mhm. Also das ist ein ganz komischer Typ, ich will dich nur vorwarnen. Emily, da bin ich schon wieder. Möchtest du vielleicht was trinken? Vielleicht eine Waldmeisterschorle oder so? Klar. Ich weiß echt nicht, was Hannah hat. Dieser Erik, der scheint doch ganz nett zu sein. Sehr höflich. Schön, dass wir uns hier kennengelernt haben. Ja, auf einen schönen Nachmittag. Finde ich auch. Stößchen. Also, was soll das denn bitte? Ich wollte hier eine Himbeerschorle, aber das ist höchstens ein Himbeersaft. Also bitte. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Meine Blaubeerschorle, die ist wirklich lecker. Also bitte lecker, was verstehst du denn unter lecker, Emily? Das ist doch, also eine Himbeerschorle, die muss Kohlensäure haben und muss nach Himbeer schmecken, also das tut sie irgendwie nicht. Nicht? Oh, weißt du was, Dave, diese Party ist einfach schrecklich. Erst sind Erik Eitel und Nils Schnösel da und hier ist auch echt schlechte Stimmung, finde ich. Ja, ich weiß, Hannah, hätte ich das gewusst, dann wäre ich auch nicht auf diese Party gekommen, also, ja. Und am meisten nervt mich, dass Nils hier die ganze Zeit angibt, als hätte er mega viel Geld. Ja. Dabei haben die kein Geld mehr. Die haben letztens schon bei uns gewohnt. Nils, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Oh, Hannah, was ist denn jetzt schon wieder los? Lass ihn doch einfach mal in Frieden. Hannah, wehe, das ist ein Geheimnis. Das haben wir eben abgesprochen. Wehe. Hä, was denn für ein Geheimnis, Nils? Sag schon. Gar nichts, ne, Hannah? Gar nichts. Nils, ich sehe überhaupt nicht ein, für dich zu lügen. Also, Nils Schnösel hat kein Geld mehr. Jetzt ist es raus. Pia, glaub ihr kein Wort. Hannah, was erzählst du das da stimmt, nur? Das stimmt, wir haben letztens bei uns gewohnt. Ich bin reich. Nils, habe ich das gerade... Du hast kein Geld mehr? Wie, bin ich dann der Reichste hier aus Playmobil City? Und Nils, eins muss ich sagen, du hast dich schon geändert. Also du bist nicht mehr der reiche Typ, den ich mal kennengelernt habe. Und naja, wie soll ich sagen, ich umgebe mich nicht gerne mit Leuten, die nicht reich sind. Also Nils, war es das mit unserer Freundschaft? Das verstehe ich nicht. Also ich bin auch nicht reich. Und warum hast du denn dich überhaupt mit mir unterhalten? Ja, ich bin vielleicht gerade nicht reich, Erik, aber ich werde wieder reich, ja. Oh, Nils, ist doch total egal, ob du jetzt reich bist oder nicht. Mir ist das echt schnurzpiep egal. Ich mag dich trotzdem. Ja, danke, Pia. Aber Erik, bleib bitte. Bald habe ich wieder Geld. Och, Nils, vergiss doch mal dein Geld. Das ist auch nicht alles. Ich meine, dass wir Freunde sind, ist doch viel wichtiger.
Oh Mann, mir wird das hier langsam echt alles zu viel. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Dave, kommst du mit? Ja, klar, natürlich. Pia, du, sorry. Schöne Party auf jeden Fall. Tschüss. Warum sind die denn jetzt alle abgehauen? Oh, vielleicht hat diese Schorle doch nicht geschmeckt. Jetzt bin ich hier fast die Einzige. Ich glaube, ich gehe auch mal lieber nach Hause. Dave, schon in dem Moment, wo ich Erik, Eitel und Nils gesehen habe, wusste ich, dass die Party nichts wird. Tut mir ja leid für Pia, aber oh Mann, ich war so sauer.